Ja, moin. Ja, moin. Hallo, es ist keiner da, außer mir. Ich bin da. Willkommen im Internet. Ich bin da. Was ein Tag. Ich bin ganz müde. Oh, es war eine lange Woche. Also es war ein bisschen anstrengend. Schön natürlich, aber auch ein bisschen anstrengend. Mit Horst. Ups. Mit Horst im Studio gewesen. Viele neue Songs gemacht. Einen schönen Spaß gehabt. Ja, ja, 7643. Welcome. First Time Chat. Und Broncobert am Start. Auf dich ist einfach Verlass. Im Prinzip ist das ja hier so fast unsere private kleine Audienz. Bisher, wer weiß. Irgendwann, wenn ich das lange genug mache, irgendwann kommt der Raid von Monte. Und dann, ja, dann ist auch, dann ist es ganz furchtbar. Wahrscheinlich. Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr seid entspannt. Ich bin sehr entspannt. Wie gesagt, mein Kopf ist noch etwas leer. Ich möchte mich auch bitte entspannen. Ich habe gerade noch ein bisschen mit meiner Kamera- und Lichtsituation hier gekämpft. Ich hoffe, das Bild ist in Ordnung. Aber meine Lichter sind irgendwie heller als sonst und das ist ein bisschen anstrengend. Also es ist einfach sehr hell. Es ist einfach sehr hell. Ich bin doch den Winterschlaf gewöhnt. Ich habe doch, ich kann doch jetzt nicht mit so hellem Licht umgehen. Naja, Spaß beiseite. Ich habe gedacht, es wird mal wieder Zeit für OG-Content. Politiker verwursten. Ja, ich muss mich ja den Zeichen der Zeit stellen. Frau Merkel ist nicht mehr länger die Kanzlerin. Ich bin heller als sonst. Man sieht mich. Ja, das war nämlich vorher richtig schlecht eingestellt. Deshalb dachte ich, ich muss das mal anpassen. Gut, also wenn das Bild dadurch davon profitiert, dann bin ich zufrieden. Beziehungsweise, ich hoffe, es lohnt sich, wenn man mich mal richtig sieht. Ist ja auch nur klein hier in der Ecke, ne? Also zu schlimm kann es nicht sein. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Olaf Scholz ist Kanzler. Ich habe schon mal Anfang des Jahres bei der Silvesteransprache gedacht, ich könnte einen Song machen. Aber es war so langweilig und er hat gar nichts gesagt und auch irgendwie den Mund nicht richtig aufgekriegt, dadurch irgendwie kein, nicht auch nur ansatzweise was gesagt, was sich irgendwie melodisch transportieren lässt. Es war eine Qual. Ich möchte dem Ganzen heute eine Chance geben, weil die Legislaturperiode ist ja noch lang und Content kommt ja nicht von ungefähr. Ich muss ja irgendwo mal ansetzen. Deshalb finde ich es passend. Vor 2 Tagen hat Olaf Scholz seine Antrittsrede im Deutschen Bundesrat gehalten. Das sehen wir hier schon hier oben, das Bild. Der Bundesrat ja auch eher eine Innenarchitektur, die weniger gefeatured ist. Und dem kann man sich vielleicht mal stellen. War es bei Merkel nicht auch so? Naja, also natürlich hat die auch wenig gesagt, womit man was anfangen kann. Aber ich meine, ich habe ja mit Merkel einige Songs gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Der eine oder die andere wird das kennen. Merkel, dadurch, dass sie so eine leichte, diese Berliner Ossi-Einfärbung in ihrem Dialekt hatte, hat sie halt eher so Vokale langgezogen und auch mal hier und da, gerade bei in Journalistinnen-Interviews,
hier und da mal so einen saloppen Satz fallen lassen. Und mit denen konnte man sehr gut arbeiten. Olaf Scholz hat bisher zumindest halt eher so ein viel dünneres, kraftloseres Stimmchen. Und ja, wie gesagt, spricht so Norddeutsch zwischen den Zähnen. Und wenn einer seine Vokale nicht richtig nutzt, dann ist es schwierig, da mit Autotune irgendwie Musik draus zu machen, weil es dann ja echt nur Gerede ist. Aber, wie gesagt, ich will dem Ganzen noch eine Chance geben. Oder nicht auch nur eine. Mal sehen. Es wird sich noch zeigen. Aber bisher ist das aus von musikalischer Sicht das Kabinett, was wir jetzt haben in Deutschland, ein bisschen aus musikalischer Sicht bleibt hinter den Erwartungen zurück. Hau Kit, guten Abend. Na, jetzt sind wir ja schon drei. Wenn wir so weitermachen, dann komme ich hier aber auf einen Schnitt von mehr als zwei Zuschauern pro Abend. Das wäre ein absolutes Träumchen. Naja, ich habe auch schon mal mit Habeck, der ist ähnlich norddeutsch, der ist ähnlich, also der hier und da sagt er mal was, wo man denkt, ah ja, witzig, aber der nuschelt so, dass was auch schwierig ist, da irgendwie Sachen zu verwerten, die man dann noch verstehen kann. Und auch sonst, ja, Meme-Material liefert einfach die Christlich-Demokratische Union deutlich zuverlässiger als diese Ampel. Wie dem auch sei, ich möchte mal diese Rede, ich habe da noch nichts von gehört, deshalb sage ich auch jetzt erstmal unter Vorbehalt. Ich hoffe, dass hier sich was holen lässt, wenn ja in diesen 7,5 Minuten gar nichts gesagt wurde, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber ziehen wir uns das Ding doch mal rein. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Corona-Krise ist eine große Herausforderung für die ganze Welt, was die Gesundheit der Menschen betrifft, aber Lockerer auch was die Einstieg. wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Deutschland hat sich schnell Moment. entschieden mit großen. Ich mache das anders. Ich mache das direkt. Lade das direkt in Ableton. Ja, genau. Ich freue mich auch schon auf die März-Remixes. Da habe ich tatsächlich nämlich auch schon mal einen angefangen. Von dem Parteitag vor ein paar Wochen, wo er Laschet und Paul Ciemiak so iPads geschenkt hat. Das war wirklich cringe 9000. Hat sich dann doch nicht ganz angeboten, das fertig zu machen. Aber der hat zum Beispiel so eine Stimme, die ist unfassbar nervig. Aber eben auch so klar, dass man da irgendwie ansetzen kann. Und der sagt auch einfach viel größeren Blödsinn, wenn der Tag länger ist. Lad die Rede kurz hier rein, dann kann ich nämlich direkt, falls sich Stellen anbieten sollten, die direkt markieren. Damen und Herren, Hoppla. Jetzt. die Corona-Krise ist eine große Herausforderung für die ganze Welt, was die Gesundheit der Menschen betrifft, aber auch was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Deutschland hat sich schnell entschieden, mit großen Programmen gegenzuhalten. Wir haben dafür gesorgt, dass die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger beschützt werden kann, aber wir haben gleichzeitig dafür Sorge Geschützt. getragen, dass die Wirtschaft unseres Landes Das keinen mit den dauerhaften iPads. Schaden nimmt. Das mit den iPads war das Schlimmste, was es gibt. Grünen Parteitag, wo die Rot die grausame Rede gehalten hat. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber Claudia Roth habe ich auch schon mal verwurstet, als sie von Schokoeis mit Sahne träumt. Und das ist geschehen mit einem großen Stabilisierungsprogramm, das wir gleich bei Ausbruch der Krise beschlossen haben. Purer Keynesianismus, wenn man so will, wo wir dafür Sorge getragen haben, dass mit großen finanziellen Mitteln Was? gegengehalten wird gegen die Krise. Und das ist geschehen mit einem Konjunkturprogramm, das ebenfalls eine sehr große Dimension hat. Wer die Entwicklung in Europa anschaut, wird feststellen, beide Programme waren jeweils die größten und waren die schnellsten und als erste auf den Weg gebrachten im europäischen Vergleich. Wir waren das, die diese Initiative ergriffen haben. Und damit haben wir auch dazu beigetragen, dass die europäische Volkswirtschaft mit unserer zusammen sich stabilisieren kann in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation. Ich will ganz ausdrücklich sagen, das europäische Programm, das dann später auch noch verhandelt worden ist, gehört ausdrücklich in diese Schrittfolge mit dazu.
Denn natürlich wird eine so starke Volkswirtschaft wie unsere, die global vernetzt ist und die insbesondere in Europa tief verwurzelt ist, nur dann erfolgreich eine solche Krise meistern können, wenn die wirtschaftliche Entwicklung auch andernorts sich wieder stabilisiert. Gegenhalten gegen die Krise, das ist also das Motto gewesen, mit dem wir von Anfang an agiert haben. Und man sieht an den Zahlen, die wir heute sehen können, dass wir möglicherweise das... Scholz, bisschen lauter, mache ich. Moment. Damen und Herren. Ups. Gegenhalten gegen die Krise. Das ist also das Motto gewesen, besser? Mit dem wir von Anfang an agiert haben. Und man sieht an den Zahlen, die wir heute sehen können, dass wir möglicherweise das Allerschlimmste, was die wirtschaftlichen Fragen betrifft, hinter uns haben. Ohne dass wir uns deshalb erzählen dürfen, dass wir gewissermaßen schon durch sind. Denn solange das Virus eine Herausforderung bleibt für die Gesundheit von uns als Menschen, wird es auch so sein, dass es eine Herausforderung für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten ist. Wie der nuschelt, merkt ihr das? Wie soll ich denn da irgendwas autotunen? Ohne dass wir uns deshalb erzählen dürfen, dass wir gewissermaßen schon durch sind. Denn solange das Virus Gesundheit von uns als Menschen, wird es auch so sein, dass es eine Herausforderung für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten ist. Das ist der Rahmen, über den wir diskutieren, wenn wir heute über eine Grundgesetzänderung zu entscheiden haben. Wenn wir gegenhalten, bedeutet das, dass wir erstmal sicherstellen, dass der Staat seine Investitionen nicht zurückfährt. Und was wir wissen ist, die Kommunen in Deutschland, die Dörfer, die Städte, sie alle zusammen tragen 2/3 der öffentlichen Investitionen. Es wäre ja ziemlich verwegen zu glauben, dass es eine gute Idee ist, deutschlandweit und möglicherweise noch mal 16 Mal in den Ländern Konjunkturprogramme aufzulegen, aber gleichzeitig mit anzusehen, wie die Kämmerer in den Dörfern, in den Städten, in den Gemeinden Deutschlands dann entscheiden, dass sie alle Investitionsprogramme, alle Ausgabenprogramme zusammenstreichen. Denn die eigentliche Antwort auf die Krise ist ja, dass wir genau das nicht tun, sondern sogar noch zusätzliche Investitionen auf den Weg bringen, um das auszugleichen, was an wirtschaftlichem Rückgang stattfindet. Wie verhindern wir also, dass die Kommunen jetzt überall in Deutschland diese Entscheidung treffen? Ich habe mit vielen gesprochen und sie haben mir gesagt, eigentlich ist der Sommer der Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefällt wird, streichen wir zusammen oder nicht. Ich habe mit vielen gesprochen. Und hier vorne war, ne, genau, das ist der Rahmen, hat er irgendwo gesagt. Wenn wir gegenhalten, bedeutet das, dass wir erstmal sicherstellen, dass der Staat seine Investitionen nicht zurück... Ja, die lesen alle mit, ne, das ist ja nur eine rein performative Rede, glaube ich. Und was wir wissen ist, die Kommunen in Deutschland, die Dörfer, die Städte, sie alle zusammen tragen 2/3 der öffentlichen Investitionen. Eigentlich ist der Sommer der Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefällt wird, streichen wir zusammen oder nicht. Und deshalb war es ganz zentral, dass wir das Konjunkturprogramm, wo das mit diskutiert wurde, was wir jetzt hier beraten, dass das Konjunkturprogramm vor der Sommerpause die klare Aussage gemacht hat, wir werden die Einnahmeausfälle der Kommunen ausgleichen. Genau das ist gelungen. Ist so langweilig. Ich schlafe ein, wenn der redet. Genau das ist gelungen. Wir haben gesagt, sie werden ausgeglichen. Die Gewerbesteuerausfälle, die die Kommunen haben, werden vom Bund und von den Ländern ausgeglichen, sodass sie in der Lage sind, weiterzumachen und ihre Investitionen und Ausgaben nicht zurückzufahren. Ich finde, das ist eine richtige und kluge Entscheidung. Und weil die Finanzverfassung unseres Landes so ist, dass das der Bund eigentlich gar nicht darf, was seinen Anteil betrifft, ist es notwendig, dass wir einmal und für diesen Zweck das Grundgesetz ändern. Es ist übrigens aus meiner Sicht ein gutes Zeichen für den deutschen Föderalismus, dass er in die... POI, dein Chef hält auf der Weihnachtsfeier eine Rede darüber, wie geil alle performt haben, aber alle sind einfach nur genervt. Ja, das Gefühl, vor allem ist es klingt, es fühlt sich auch so improvisiert an. Also offensichtlich liegt er einfach ein Skript ab, aber es ist, seine Performance ist genau die. Vom Chef, dem auf halbem Wege durch den Hauptsatz noch einfällt, wer auch noch mitarbeitet. Ein gutes Zeichen für den deutschen Föderalismus. In der Agentur. Dass er in dieser Krise so schnell und zügig agiert. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Das muss man ja auch wirklich noch mal sagen. Das muss man bei der Gelegenheit ja auch, wird man ja wohl noch sagen dürfen, dass... Wir haben mehr geredet miteinander.
weil dies kein Zentralstaat ist. Aber dass wir viel geredet haben in gemeinsamen Gesprächen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder, das hat, glaube ich, eher dazu beigetragen, dass das Gesamtentscheidungsszenario viel besser ausgefallen ist als anderswo. Denn es waren erörterte, abgewogene Entscheidungen in einer Zeit, in der niemand sagen kann, es gibt nur eine richtige Lösung. Aber in der alle miteinander darüber nachdenken, was ist denn der Weg, den wir jetzt beschreiten sollen. Und wenn man das miteinander tut, dann ging das auch. Aber dann heißt das auch, dass wir so schnell eine solche Grundgesetzänderung beschließen. Ja. Ich bedanke mich also schon mal vorab dafür, dass Sie das wahrscheinlich gleich tun werden. Das ist gut für unser Land und vor allem gut für die Kommunen. Zur Entlastung der Kommunen gehört neben dem unmittelbaren Ersatz der Mittel, die jetzt wegfallen, damit sie weitermachen können, auch, dass wir etwas tun bei den Kosten. Verabschiedungsrede von Rot für Baerbock liefert viel. Okay, merke ich mir mal. Für Langzeitarbeitslose. Ich weiß nicht, ob ich mir heute noch eine zweite Rede reinziehen kann. Das ist aber etwas, fürs nächste Mal. Das viele Kommunen sehr belastet und das zu einer sehr schrägen Verteilungswirkung in Deutschland beiträgt. Denn was muss eine Kommune machen, in der es wirtschaftlich nicht so gut läuft, in der die Arbeitslosigkeit etwas höher ist als andernorts? Sie muss investieren. Sie muss Wege finden, wie die Zukunft gewonnen werden kann. Aber gerade diese Kommunen müssen einen Großteil der sowieso geringeren Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, dann verwenden, um gewissermaßen solche Transferzahlungen zu refinanzieren. Das heißt, das Geld, das gebraucht wird, um eine bessere Zukunft zu erreichen, wird benutzt, um in der Gegenwart besser durchzukommen. Aber das hilft dann für die Zukunft nicht. Und darum ist es richtig, dass wir nicht nur sagen, jetzt in der Krise entlasten wir die Kommunen mit 3,4 Milliarden, und das wird ja Jahr für Jahr mehr, pro Jahr von den Kosten der Unterkunft und geben ihnen dadurch neue Investitions- und Handlungskraft, sondern wir verbinden das mit der Aussage, dass das nicht nur für die Krisenjahre 2020 und 2021 gelten soll, sondern dauerhaft. Das heißt, diese strukturelle Entlastung gibt es auch noch in 10 Jahren. Und das schafft Planungsperspektive. Ah, na, jetzt hat er endlich mal ein bisschen lauter geredet. Ist zwar ein fürchterlicher Satz, aber vielleicht steht das eben auch für die Kanzlerschaft Scholz. Dass die Sätze, in denen ein bisschen Leben in die Bude kommt, sind Sätze wie, das schafft Planungsperspektive, schafft Mut und schafft auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, die darum gehen, wie man die Zukunft überall in unserem Land gewinnen kann. Gleichwertige Lebensverhältnisse werden oft als großes Thema genannt. Und sie sind ein wichtiges Thema. Aber wir dürfen darüber nicht nur Reden halten. Wir müssen auch dazu beitragen, dass das tatsächlich gelingt, mit dieser Entscheidung, was die Entlastung der Kommunen von den Kosten der Unterkunft bei Langzeitarbeitslosen betrifft, haben wir einen Weg dafür geschaffen, dass die Zukunft besser gewonnen werden kann. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Alles zusammengefasst, ich glaube, die heutigen Entscheidungen gehören zu denen, die dazu beitragen werden, dass Deutschland diese Krise meistern kann, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit unseres Landes, der 16 Bundesländer und der Kommunen so groß ist, wie wir das in jeder Umfrage messen können. Und es ist gut, wenn wir diesen Weg auch weiter beschreiten. Schönen Dank. Das war alles? Und es ist gut, wenn wir die. Oh mein Gott, da ist wirklich nicht viel Fleisch an dem Gerippe. Hui, 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 hui. Ob da was geht, das ist ja dermaßen trocken. Und das schafft Planungsperspektive, schafft Mut und schafft auch die Fähigkeit. Das ist das, worum es eigentlich geht. Ja. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Okay, und das schafft Planungsperspektive. Das ist das, worum es eigentlich geht. Zukunft zu erreichen wird benutzt, um in der Gegenwart verwenden, um gewissermaßen solche Transferzahlungen zu. Aber gerade diese Kommunen müssen einen Großteil der sowieso geringeren Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, dann verwenden, um gewissermaßen solche Transferzahlungen zu refinanzieren. Das heißt, das Geld, das gebraucht wird, das Geld,
Das heißt, das Geld, das gebraucht wird, um eine bessere Zukunft zu erreichen, wird benutzt, um in der Gegenwart besser durchzukommen. Aber das Reichen wird benutzt, um in der Gegenwart besser durchzukommen. Aber das hilft dann für die Zukunft nicht. Was ist das eigentlich für ein Satz? Was sagt der denn da? Der sagt, wir geben Geld aus, weil wir müssen das ausgeben, weil wir brauchen das, um klarzukommen. Aber das hilft nichts für die Zukunft. Aber wenn man das nicht ausgibt jetzt, sondern aufhebt, dann gibt es auch keine Zukunft. Aber es geht eigentlich um diese Steuerentlastung für Kommunen, ne? Aber das heißt, das Geld, das gebraucht wird, um eine bessere Zukunft zu erreichen, wird benutzt, um in der Gegenwart besser durchzukommen. Aber das hilft dann für die Zukunft nicht. Und darum ist es richtig, dass wir nicht nur sagen, jetzt in der Krise entlasten wir die Kommunen mit 3,4 Milliarden, und das wird ja Jahr für Jahr mehr, 3,4 Milliarden. Okay, ich würde mal sagen, wir machen einen Song darum, dass es ums Geld geht. Und das ist es, worum es... Er wollte verwursten sagen, statt verwenden. Wo sagt er das? Das heißt, das Geld, das gebraucht wird, um eine bessere Zukunft zu erreichen, wird benutzt, um in der Gegenwart besser durchzukommen. Aber das hilft dann für die Zukunft nicht. Und darum ist es richtig, dass wir nicht nur sagen, jetzt in der Krise entlasten wir die Kommunen mit 3,4 Milliarden, und das wird ja Jahr für Jahr mehr, pro Jahr von den Kosten der Unterkunft und geben ihnen dadurch neue Investitions- und Handlungskraft, sondern wir verbinden das mit der Aussage, dass das nicht nur für die Krisenjahre 2020 und 2021 gelten soll, sondern dauerhaft. Das heißt, diese strukturelle Entlastung gibt es auch noch in 10 Jahren. Meine Deutschlehrerin hätte das angestrichen und als unklarer Satzbau geschrieben. Ja, das ist auch alles alles eine unklare Struktur. Also wer so trocken und unemotional über eine Gesetzesänderung reden kann, ich meine, da verwundert es einen auch nicht, dass der Typ damit durchgekommen ist, dass er irgendwelche Leute gefoltert hat. Ne? Will ich schon nur mal so in den Raum werfen. Meine. Hey, Jacqueline mit dem Schwert. Halli, hallo. Willkommen im Internet. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir gucken uns hier diesen Olaf an. Und Olaf redet vom Geld, macht viele wirre Worte darüber, dass es, dass, ja, über möglichst unpersönliche Geldpolitik. Denn das ist es, worum es eigentlich geht. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Gut, wir fangen mal irgendwo an. Wir machen einfach mal irgendwas. Mal gucken, ob da wirklich viel zu holen ist. Aber ich würde sagen, es ist ja nicht umsonst Songtag. Deshalb machen wir das einfach mal. Ich mache den Timer an. Wo ist er? Da. 90 Minuten auf die Clock. Und dann gucken wir mal, was hierbei hinten rauskommt. Und los. Das heißt, das Geld 3,4 Milliarden und das wird ja Jahr für Jahr mehr. Das ist das, worum es eigentlich geht. So, Olaf, ich muss mich konzentrieren. Ich mache hier mal vorne ein bisschen Platz hin. Schieb diese paar Ausschnitte, die ich mir rausgesucht habe, dahin. Cimbali am Start. Willkommen im Club. Hier, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ist sehr, sehr erhellend hier, was hier passiert. Olaf redet vor sich hin und ich fühle mich dazu berufen, da zuzuhören. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Okay, der Satz ist an sich schon, den kann man schon zitieren, weil der so nichts. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Nichts aussagt. Müssen wir natürlich erstmal das Tempo finden.
Das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das, worum es eigentlich geht. Auf eigentlich und auf das sind die Zählzeiten. Das ist das, worum es eigentlich geht. Rede war gar nichts, ja, sehe ich auch so. Aber auch aus gar nichts lässt, also ich meine, mein Lebensauftrag ist ja aus, ja, im Prinzip aus Scheiße Geld machen, insofern aus gar nichts etwas. Das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das, worum es eigentlich geht. Lassen wir doch da dran. Tschüss. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Ja, sowas. Ganz einfach. Das Geld. 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 Das. Das. Geld. Das Geld. Zurück. Der Olaf sieht, warum der immer so grau aussieht. Weil er keinen, nicht genug Vitamin D zu sich genommen hat. Geld. Das Geld. 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 Das Geld. Das Geld. Das Geld. Das Geld. Geld. Das Geld. Eisenmangel, ja. Obwohl, bei Deutschlands Rüstungsausgaben hat er wahrscheinlich genug Eisen. Geld. Das Geld. Geld. Das Geld. Das ist das. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist doch schon ein Wahnsinnschorus. Wie heißt das? Duplizieren? Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. 3,4 Milliarden und das wird 3,4 Milliarden. Ja. 3,4 Milliarden und das 3,4 Milliarden 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld, das Das schafft Planungsperspektive. Das ist das. Das heißt, das Geld, das schafft Planungsperspektive. Geld, Geld. Das heißt, das Geld, das Das schafft. Schafft Planungsperspektive. Schafft. Planung. Und das schafft Planungsperspektive. Schafft Planungsperspektive. Reicht das wohl schon für so einen Quatsch? Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt, das Geld.
3,4 Milliarden. Ein bisschen nach vorne schieben. 3,4 Milliarden. 3,4 Milliarden. 3,4 Milliarden. 3,4 Milliarden. Nee. Zurück. Zurück. 3,4 Milliarden. Das heißt, das ist nicht so gut hier. Kannst du den Zentralstaat noch einbauen? Wofür so suchst, wie der rumfuchtelt. Ja, ich muss, genau, ich wollte jetzt mal kurz hier so ein Gerüst machen irgendwie. Ich glaube, das sind gleich so 4 Takte, auf denen man was aufbauen kann. Und dann wollte ich noch ein paar Füllwörter suchen. Zentralstaat ist sehr gut, aber auch so Sachen wie ja und a, sowas. Sehr guter Einwand mit dem Zentralstaat. Das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld und das schafft Platz. Okay, das muss dann noch einmal dieses mit dem, das ist das, worum es eigentlich geht. Von wegen musikalisch und so, nicht wahr? Ich hab's verrafft, wo ich bin. Ah, hier. Geld. Das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld. Da kommt wieder das. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Und dann diesen Quatsch hierhin. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Und dann macht man das hierhin. Und das schafft Planungsperspektive. Wie viele Takte sind das jetzt? Ja, ungefähr 8. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld und das schafft Planungsperspektive. Genau. Ja, ist grob irgendwie klar. Ich finde die Aussage ganz gut. Trifft eigentlich den Kern der Politik der Bundesregierung und weitergefasst auch anderer westlicher Demokratien ganz gut. Reißt das ganz gut runter, würde ich mal aus meiner ungebildeten Sicht heraus behaupten wollen. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Das passt dann natürlich wieder gut zu unserem Satz. Wir haben mehr geredet miteinander. Das ist nicht so. Ja, wo ist denn der Zentralstaat? Fuchtel Bernd, Fuchtel Olaf. Nochmal durchhören in dieser spannenden Rede. Das ist eine große Herausforderung für die ganze Welt. Was die Gesundheit. Die ganze Welt und Geld reimt sich natürlich, ne? Die ganze Welt. Können wir ja so richtig. Die ganze Welt, was die Gesundheit der Menschen betrifft, aber auch was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft. Deutschland hat sich schnell entschieden, mit großen Programmen gegenzuhalten. Wir haben dafür gesorgt, dass die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger beschützt werden kann, aber wir haben gleichzeitig dafür Sorge getragen, dass die Wirtschaft unseres Landes keinen dauerhaften Schaden nimmt. Was ist geschehen mit einem großen Stabilisierungsprogramm, das wir gleich bei Ausbruch der Krise beschlossen haben? Purer Keynesianismus, wenn man so... Bah, das ist natürlich in dem Zusammenhang, wie ich das jetzt schneide, schön zynisch mit dem puren Keynesianismus. Purer Keynesianismus, wenn man so will, wo wir dafür Sorge getragen haben, dass mit großen finanziellen Mitteln gegengehalten wird gegen die Krise. Und das ist geschehen mit einem Konjunkturprogramm, das ebenfalls eine sehr große Dimension hat. Wer die Entwicklung in Europa anschaut, wird feststellen, beide Programme waren jeweils die größten und waren die schnellsten und als erste auf den Weg. Die größten, die schnellsten. Vergleich. Wir waren das, die diese Initiative ergriffen haben
Und damit haben wir auch dazu beigetragen, dass die europäische Volkswirtschaft mit unserer zusammen sich stabilisieren kann in dieser... Dann kann man für das Video schön so Dollarzeichen oder Eurozeichen dem in die Augen shoppen. ...schwierigen wirtschaftlichen Situation. Ich will ganz ausdrücklich sagen, das europäische Programm, das dann später auch noch verhandelt worden ist, gehört ausdrücklich in diese Schrittfolge mit... Denn natürlich wird eine so starke Volkswirtschaft wie unsere, die global vernetzt ist und die insbesondere in Europa tief verwurzelt ist, nur dann erfolgreich eine solche Krise meistern können, wenn die wirtschaftliche Entwicklung auch andernorts sich wieder stabilisiert. Ja. Gegenhalten gegen die Krise, das ist also das Motto gewesen, mit dem wir... Anfang an agiert haben, und man sieht an den Zahlen, die wir heute sehen können, dass wir möglicherweise das Allerschlimmste, was die wirtschaftlichen Fragen betrifft, hinter uns haben. Was die wirtschaftlichen Fragen betrifft. Um Gesundheit des Volkskörpers, um Gesundheit der BürgerInnen ging es nur im Einleitungssatz. Und man sieht an den Zahlen, die wir heute sehen können, dass wir möglicherweise das Allerschlimmste, was die Wirtschaft... Und man sieht an den Zahlen, haben und man sieht an den Zahlen, die wir möglicherweise das Allerschlimmste, was die wirtschaftlichen Fragen betrifft, hinter uns haben, ohne dass wir uns deshalb erzählen dürfen, dass wir gewissermaßen schon durch sind. Denn solange das Virus eine Herausforderung bleibt für die Gesundheit von uns als Menschen, wird es auch... Wäre auch zu zynisch gewesen. Wäre wirklich zu zynisch gewesen, wenn das nicht dann zumindest im nächsten Satz eine Rolle gespielt hätte. Die Gesundheit von uns als Menschen gesagt. Wird es auch so sein, dass es eine Herausforderung für die wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten ist. Das ist der Rahmen, über den wir diskutieren, wenn wir heute über eine... Das ist der Rahmen. Über den wir... Das ist der Rahmen. Diskutieren, wenn wir heute über eine Grundgesetzänderung zu entscheiden haben. Wenn wir gegenhalten, bedeutet das, dass wir erstmal sicherstellen, dass der Staat seine Investitionen nicht zurückfährt. Und was wir wissen ist, die Kommunen in Deutschland, sie alle zusammen tragen zwei Drittel. Es wäre ja ziemlich verwegen zu glauben, dass es eine gute Idee ist, deutschlandweit und möglicherweise noch mal 16 Mal in den Ländern Konjunkturprogramme aufzulegen, aber gleichzeitig mit anzusehen, wie die Kämmerer in den Dörfern, in den Städten, in den Gemeinden Deutschlands dann entscheiden, dass sie alle Investitionsprogramme, alle Ausgabenprogramme zusammenstreichen. Denn die eigentliche Antwort auf die Krise ist ja, dass wir genau das nicht tun, sondern sogar noch zusätzliche Investitionen auf den Weg bringen, um das auszugleichen, was an wirtschaftlichem Rückgang stattfindet. Wie verhindern wir also, dass die Kommunen jetzt überall in Deutschland diese Entscheidung treffen? Ich habe mit vielen gesprochen und sie haben mir gesagt, eigentlich ist der Sommer der Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefällt wird, streichen wir zusammen oder nicht. Und deshalb war es ganz zentral, dass wir das... Was hat der Typ eigentlich für eine Maske auf da, so eine Stoffmaske? Oder ist das FFP2? Wahrscheinlich ist es FFP2, ne? Sieht aber aus wie so eine selbstgenähte aus dem Lädchen um die Ecke. Und deshalb war es ganz zentral, dass wir das Konjunkturprogramm, wo das mit diskutiert wurde, was wir jetzt hier beraten, dass das Konjunkturprogramm vor der Sommerpause die klare Aussage gemacht hat, wir werden... Boah, was hat Sätze, ey. Genau das ist gelungen. Wir haben gesagt, sie werden ausgeglichen. Die Gewerbesteuerausfälle, die die Kommunen... Ja. So, dass sie in der Lage sind, weiterzumachen und ihre Investitionen und Ausgaben nicht zurückzufahren. Ich finde, das ist eine richtige und kluge Entscheidung. Die Finanzverfassung unseres Landes so ist, dass das der Bund eigentlich gar nicht darf, was seinen Anteil betrifft. Da wackelt er auch lustig. Ist es notwendig, dass wir einmal und für diesen Zweck das Grundgesetz ändern. Es ist übrigens aus meiner Sicht... Man muss das so eine ganz ausgelutschte FFP2... waren so eine, die so schon ganz lange unten in der Tasche ganz weich geworden ist. Wenn man da so einatmet, dann merkt, dann riecht das ein bisschen nach dem Curry, was man vor 3 Wochen gegessen hat. Ein gutes Zeichen für den deutschen... Das sind doch so ein bisschen so Kaffeeflecken innen drin.
ein gutes Zeichen für den deutschen Föderalismus, dass er in dieser Krise so schnell und zügig agiert. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Wir haben mehr geredet miteinander, weil dies kein Zentralstaat ist. Ja, das Wackeln ist lustig. Ich weiß nicht, ob das vom Satz her jetzt in diesen Edit passt, aber auf jeden Fall spätestens im Video lässt sich der Move auf jeden Fall schön in so eine kleine Tanzbewegung loopen, würde ich mal sagen. Irgendwie frustriert Olaf Scholz mich. Auch nicht, der strahlt so das Gegenteil von Hoffnung aus. So, ich will jetzt vor allem hier mal so ein bisschen musikalischen Spaß reinbringen in diese ganze trockene, staubige Geldangelegenheit. Dazu brauchen wir Kickdrums. Kick. Gib. Nicht Rainbow Wheel. Hey, nein. Nein. Ah, okay. Uff. Ich dachte schon kurz. Was ist denn jetzt los? Ey, was macht der denn? Mano. What's happening? Okay. Ich will erstmal so ganz entspannt mein 909 Z. Wir machen einen Beat. Geld. Geld. Das Geld. 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 Das Geld. So. Geld. Das Geld. Das ist das, worum es. Wo sind die Toms? Okay. Das Geld, das ist das, worum es an. Geld, das ist das. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das, worum es eigentlich geht. Toms, finde ich blöd. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist das, worum es eigentlich geht. So ein bisschen Afro-Man. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, 3,4 Milliarden, das heißt, dass.
Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Ich will, dass das noch mehr nach Afro-Man klingt. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, yes. Das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt... Da vielleicht nicht, sondern... Heißt das... Geld. Nochmal! Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das... Ja, da so ein kleiner Reverse-Symbol, Vogel. Quick. Es gibt da irgendwo so einen Quick. Nee, anscheinend nicht. Eine andere Version wahrscheinlich. So. Hier. Ja, das heißt, das Geld. Das heißt, das Geld. Kürzer. Kürzer. Geld. Das heißt, das Geld. Das heißt, das Geld. Das Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. Und das schafft Planungsperspektive. Den lasse ich mal erstmal für eine andere Pointe. Ich glaube, ich würde jetzt eher diesen... Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Muss das bei der... Und dann klingt das so aus. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Dann brauchen wir einen Impact hier. Wo ist Splice? Ich habe hier so einen Impact irgendwo bei meinen Downloads. Nicht, dass das jetzt zu laut wird hier. So was. Ist zwar völlig übertrieben, aber es ist ja auch kompletter Quatsch, aus so einer langweiligen Rede des Bundeskanzlers vor dem Bundesrat überhaupt in irgendeiner Form einen Song zu machen. Insofern kann man auch direkt so völlig übertriebene Trailer-Sounds einfach benutzen. Mal. Bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Man muss. Und dann schön das 909-Symbol da oben drauf. Das ist so ein bisschen der Clown unter den Symbol-Samples. Hallo, wo ist es? Crash. Ich weiß nicht, das klingt immer lustig, finde ich. Das hat wie so ein Cartoon. Cartoon-Sound. Ist das bei der Gelegenheit? Ja, ein bisschen die Tiefen rausnehmen bei diesem Sound hier. Ist das bei der Gelegenheit ja mal sagen. So, das ist doch schon mal richtig groovy. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld... Das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Ja, hier nochmal dieses Reverse Symbol und das Symbol. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld. So, gleich noch irgendwie sowas, was auch ein bisschen gruft. Eigentlich habe ich ja Bock auf so eine Cowbell, die so richtig penetrant nervt. Ding, 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 ding. So Samba. Wie heißen die denn, diese zwei? Bei so Samba-Sounds gibt es so zwei Cowbells. Ding, 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 ding.
Gene Bali kackt ab, das schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein kleines Qualitätsmerkmal. Wie heißt denn diese Samba-Cowbell? Ich muss kurz überlegen, wie das. Samba-Cowbell. Hier, diesen Agogo. Agogo. Das gibt es bestimmt irgendwo hier. Agogo. Da ist es. Din, 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 din. Gibt es hier schon einen direkten Loop? So, und das? Agogischer? Ist das ein, so ein Akademikerwort, was ich nicht kenne? Ich kenne nur pädagogisch oder demagogisch. Geld, das Geld. So, meine ich das so? Das muss natürlich dann so ein bisschen. Geld, das Geld. Ja, sowas meine ich. Das machen wir jetzt, daraus machen wir jetzt ein, warte mal, ich mache erstmal diese Tiefen, die Hohen ein bisschen lauter. 5 dB drauf. Sag mal, zurück hier, das wird hier rübergeschoben. So. Geld, das Geld. Sehr gut. Command J. Und dann, ach, du warst einfach, du wusstest natürlich wieder, wie dieses Gerät heißt. Wahnsinn. Ich, musste das erstmal googeln. Wo mache ich denn hier dieses Delay, diese Delay-Ansicht, Track-Delay an? View. Track-Delay. Da ist es. So, auf jeden Fall ist das erstmal so. Wer es nicht sehen kann, hier, das hinterm Chat versteckt. Hier an der Seite vom Track ist diese Zahl. Wenn man bei View Track Delay anmacht, das verzögert die Spur um die Millisekundenanzahl, die da dann steht. Ach geil, in Samples geht das auch. Ich mach mal so 60. Geld, das Geld. Das ist Geld, das zu viel. Geld, Geld, das Geld, das Geld, das ist das Wort. Geld, das Geld, das ist. Damit macht man Bounce. Geld, das Geld, das ist das Geld, das Geld. Das muss ich auch Mono machen, das Gerät. Also ich glaube, ich mache jetzt hier länger mit den Agogo-Bells rum als mit dieser Rede. Aber das ist vielleicht auch richtig so. Wie heißt der eigentlich mit Nachnamen? Schulz, oder? Ja, Charles M. Schulz. Der Bundeskanzler von Deutschland. Der Bundesmeier von Steinland. Jetzt habe ich mir mein Wasser auf die Maus getropft. Kleinen Moment. Vorsichtig die Maus abwischen. Hoppla. So. Weiter geht's. Oh, es ist erst eine halbe Stunde rum und wir sind schon so weit. Der Song ist jetzt schon so gut. Wie soll ich denn
jetzt noch eine ganze Stunde. Na, wir fangen gleich an mit dem Autotune, dann geht die Stunde schneller vorbei, als man gucken kann. Was? Ach so, ich mache hier so richtig lange. Ich brauche noch so einen Swing. Swing. Ich hätte gern MPC Swing. Da. Nicht so dolle. 56. Commit. Geld. Das Geld. Das ist. Und das, die 1 schieben wir aber. Bisschen mehr drauf. Geld. Das Geld. Okay, leiser. 3,4 Milliarden, der soll mal Grundeinkommen geben. Das würde ich genauso unterschreiben. Auch ich bin auf jeden Fall dankbar für diese ganzen Künstlerstipendien, die ermöglicht wurden in den letzten 2 Jahren. Ich möchte da nicht undankbar erscheinen. Aber wenn es ein Grundeinkommen gäbe, bräuchte man auch diesen Hassel mit sich dafür bewerben, irgendwelche Projektvorhaben aus den Rippen leiern, irgendwelche Finanzierungsbelege vorlegen, irgendwelche Aufsätze verfassen, um zu versichern, dass man das Geld erstens verdient hat und zweitens wirtschaftlich nachhaltig angelegt hat. Diese krasse Kontrolle und auch ein Stück weit irgendwie Eingriff in die, Privatsphäre jetzt nicht, aber doch irgendwie so eine Art nackt machen. Bräuchte es ja nicht, also. Aber das, bis es in Deutschland Grundeinkommen gibt, müssen noch ein paar Generationen ins Land gehen. Nicht wahr? Geld, das Geld, was ist das? Das ist zu laut, und zu Stereo. Ich mach das hier Mono. Geld, das. Aha. Geld, Geld. Soll ja nur so rumhampeln. Geld. Das Geld. Was ist das denn für ein Hall? Wieso ist denn der so lang? Geld. Das Geld. Geld. Das Geld. Geld. So, und das wird jetzt geloopt. Geld. Das Geld. Was ist das, worum es eigentlich geht? Geld. Das Geld. Oha. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das Geld. Was ist das, worum es eigentlich geht? Geld. Das Geld, man muss das bei der Gelegenheit. So, und jetzt noch einen anderen Loop. Ich brauche noch so Latin, Trommeln. Zum Beispiel, hier, Latin Percussion. Clips. Da sind auch die Agogos. Wenn ihr das da drüber legt, meinst du, das ist too much? Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das. Ich find's eigentlich ganz gut. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Ich wollte aber trommeln eigentlich. Das finde ich ganz geil. Ich weiß nicht, ob das passt zu dem Track. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld.
Gut. Bis auf diesen hohen. Das Geld, das ist das, warum. Und dann noch irgendwie so ein House-Loop, der ein bisschen Double Time ist, weggefiltert. Wollen wir den denn? Ja, ihr merkt schon, so richtige Qualitätsmusik wird hier erstellt. Wie sollte es anders sein? House Loops. Der nur so ganz subtil. 3,4 Milliarden, das heißt 3,4 Milliarden, 3,4 Milliarden, 3,4 Milliarden, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das 3,4 Milliarden, das heißt 3,4 Milliarden, das heißt das Ich brauche einen anderen Loop noch. Sowas. Sowas. Boah, es ist auch lahm. Wie ist denn das, wenn ich das doppelt so schnell mache? Das geht leider auch nicht. Da müssen wir eben noch eine Kick dazu machen. So eine höhere. Ist eigentlich ganz gut, wenn man da ein bisschen Low End von wegnimmt. Die klingt ja furchtbar auf einmal. Ne, die möchte ich nicht. Hässlich ist sie geworden. So wat. Muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das muss noch gesidechained werden. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld,
das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Das Geld. Das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. So, und das Ganze dann nochmal und dann ist das hier aber die ganze Zeit. Und dann kommt das hier. Ja, das. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Geld ist Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. So, wir brauchen Töne. Richtige Töne. Ich habe hier mein kleines Skateboard, das sieht man zwar nicht, aber hier ist es. Da. Ich bin in letzter Zeit immer auf diesem Acid-Film. Vom Sound her natürlich, ne? Nicht, jetzt nichts Falsches denken hier. Ich finde das einen witzigen Sound einfach. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es geht. Geld ist Geld. Man muss das von der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es geht. Ja, so, ne? Weiß ich auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich mach das einfach mal. Count in, 2 Bars. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Man muss das bei der Gelegenheit sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Man muss das von der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Man muss das von der Gelegenheit ja mal sagen. Geld. Irgendwie so. Hinein. Da. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Ja, der ist nicht so stark. Ist das bei der Gelegenheit? Also das Motto. Bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Der ist auf jeden Fall sehr gut performt. Das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld ist Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Das ist das. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld ist Geld. Mhm.
Und dann der hier am Schluss. Toll, ganz toll. Das ist schon mal super, eine super Bassline. Also erstens sind die Vocals irgendwie zu leise und hier brauchst du doch die Snare hin, glaube ich. Der ist ein bisschen verkackt. Ich mach den Olaf mal ein bisschen laut her. Man versteht ja gar nicht, dass er von Geld spricht. Aber das hätte man sich natürlich einfach denken können, nicht wahr? So. Das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es handelt. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld, das ist das, worum es handelt. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. So, jetzt wollen wir noch Chords. Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Mach mal kurz aus, Null. Der ist ein bisschen laut, der Sound, ne? Müssen wir auch mal ein bisschen noch einen Autofilter drauf tun. Glaube ich, ganz schöner Trash, der hier fabriziert wird. Aber naja, was will man machen, ne?
Der ist etwas sehr spät hier, der Kollege. Und da hinten, der muss weg. Super schön. Akkorde. Ganze Zeit C-Moll. Langweilig. Jazz! So, man sieht gar nicht den Olaf, ja. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld. Oh, man braucht auf jeden Fall auch so Geld, so einen Kaching-Sound. Das ist wichtiger. Cash, heißt das so? Cash Register? Hier schon mal nicht. Sample, wo ist das denn hier? Hey, Studio. Sample Library. Sound Effects. Money Noise, Cashbox with Money. Hier ist ein ganzer. Sehr so Münzen. Ich brauche mehr so diesen Kaching-Sound. Splice. Kasse. Ja. Aber auf Englisch. Sowas. Cash App. Cash. Cash me outside. Gott. Geil. Merk ich mir. So, how are you guys tonight? Das eine hier. Das ist schon okay. Wenn ich das kombiniere mit den Geldgeklimper, geht das eigentlich ganz gut.
Das ist auf jeden Fall einer der alberneren Tracks, die ich bisher so gemacht habe. Aber dafür war letzte Woche Kranfahrer Ronny einer der besten, die ich bisher hier auf Twitch auf jeden Fall gemacht habe. Müssen wir auch gleich uns nochmal kurz anhören. Ja, es geht schon. Wo sind diese Coins hier? So, genau. Das Geld. Doppelt. Geld. Kaching. Ist das nicht? Lass mich mal kurz bei YouTube gucken oder so. Ich guck mal bei YouTube. YouTube. Kaching. Sound. Was weiß ich. Kaching Sound Effekt. Ah, der. Yes. Richtig. Der ist es. Okay. Hip. Hilfe. Download. Okay. So, der ist es. Dann machen wir das mal hier rein. Oh, ist mal deutlich lauter. Als zweiten, ne? Besser. Geld, was ist das? Yes, geil. Das macht richtig, einen richtig großen Unterschied. Also, das mache ich ernst, wirklich. So. Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt, das Geld, ist das vor? Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Muss man bei der Gelegenheit wirklich mal sagen. So, ein Hi-Hat-Loop hätte ich gerne noch. Womit verbringe ich nun meine Zeit? Was mache ich nur hier? Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld,
das Geld. Ups. Geld. Geld. Das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, hat ja mal sagen. Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Sind einfach nur 16 Takte, ne? Aber mehr hat die Rede auch nicht hergegeben an Inhalt. Wir können das jetzt auch gleich noch einmal loopen. Ah, ich habe immer noch keine Akkorde gemacht. Oh, total confused. Ich bin so confused. Mensch, Peoples. Geld, das Geld. Geld, das Geld. Was ist das, worum es eigentlich geht? So, das soll aber so eine Orgel sein. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Pom 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 param pom 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 param. Nur schwierig das Timing, aber krieg ich hin. Yes. So. Keine Ahnung. Sound. Gucken wir noch. Muss mal langsam hier fertig werden. Jetzt ist die Zeit ja doch bald um, ne? Mm.
Machen wir noch einen zweiten Filter andersrum. Einen Low Cut. Klavier dazu, ein kleines Klavier dazu vielleicht. Ladi, 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 ho. Was sind denn hier noch für Füllsätze? Purer Keynesianismus, wenn man so. Purer Keynesianismus, wenn man so. Purer Keynesianismus. Was ist hier los? Purer Keynesianismus, wenn man so will. Bisschen horrormäßig klingt das auch durch die Orgel. Finde ich aber eigentlich okay. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, purer Keynesianismus, wenn man so will. Okay.
Okay, und dann nochmal. Dann hat er hier, muss jetzt noch ein knaller Satz kommen. Purer Keynesianismus, wenn hatten man wir so. Doch alles schon. Das ist also das Motto gewesen. Und man sieht an den Zahlen, die. Das ist der Rahmen. Ich finde, das ist eine richtige und kluge Entscheidung, weil dies kein Zentralstaat ist. Und was wir wissen ist. Der ist gut, aber mehr für hier. Cancel. Wenig. Was hat denn hier mal? Also, dass daraus entsteht Pipapo. Und das schafft Planungsperspektive. Geld. Purer Kind. Okay, dann mache ich das hier weg. Eigentlich geht. Das heißt, 3,4 Milliarden. 3,4 Milliarden Geld. Das Geld. Das heißt, das Geld. Okay. Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. Das Geld. Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld, das Geld, purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld. Purer Keynesianismus, wenn man so will. Na komm. So will Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, und was wir wissen ist, die Kommunen in Deutschland, Geld, und was. So, das war das. Das Geld, und was wir wissen ist, Geld. Das heißt, das Geld, und was wir wissen ist, und was, und was, Geld, und was wir wissen ist, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. So, und jetzt noch ein Arpeggiator da drüber legen, hier an der Stelle dann. Geld. 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 Irgendwas ein bisschen schneller, ist ganz schön lahm der Song. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, Geld, das Geld. Pinky ab. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Und dann noch einmal instrumental.
Das habe ich gestern gelernt, dass das Echo hier auch noch so einen Filter hat. Bin bald ausgerastet vor Glück. Genau, das könnte man ja hier so reinfaden. Hab ich das geloopt? Ja, ne? Mist. Worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. So. Ups. Muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Hä, habe ich jetzt dieses andere da? Wo ist denn dieser? Ach so, der muss hier rein, ne? Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ja, das ist auch ein super Intro. Den nehmen wir noch. Den nehmen wir noch mit. Der Olaf, der Olaf. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Das Geld, das ist das Geld. Dann das Geld, das. Dann filtern wir die hier so komplett rein. So. Präsident, meine Damen und Herren, das Geld, das Geld. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. So ein Shaker muss da reinkommen. Ich habe doch irgendwo einen. Oder? Nicht. Ist das hier der? Ja, noch so ein anderer Shaker Loop. Reicht. Reicht mir. Für meine Zwecke. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. So, Autofilter, Autofilter. Geld,
das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Okay, da muss alles aus. Das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Und was wir wissen ist, das Geld, das Geld. Das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Ja, hier können die aber weiterlaufen, die Sachen. Muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. So. Geld, Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, Geld, das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, was ist das, worum es eigentlich geht? Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Habe ich das jetzt hier gemacht? Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Das muss natürlich dahin. Ja, ich habe immer noch 5 Minuten, aber so vom Gefühl her ist das doch jetzt schon eine ganz runde Sache geworden. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Und was wir wissen ist, das Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. So, noch das Outro ein bisschen instrumentaler gestalten, ein bisschen weniger Beat. Das ist der Arpeggiator hier, ne?
Hat der nicht irgendwo einen Filter gehabt? Hä, habe ich den nicht irgendwie reingefiltert? Bin ich blöd? Ich habe den so reingeholt. Ich mache das jetzt einfach hier mit. Und diese Melodie muss ich auch irgendwie mit Wort ein bisschen unterstützen. Mal wieder ein Hit geworden, sagt Haukit. Yes! Dankeschön! Ich hoffe, dass das stimmt. Also ich glaube, ich finde es auch ganz lustig. Ein bisschen ein Lama-Song irgendwie. So, aber ist ja auch mal schön, ne? Man muss auch mal ein bisschen runterkommen. Halt, Moment, jetzt habe ich nur noch eine Minute. Ich wollte eigentlich noch kurz hier so... Ist Lamas wegen Geld? Fuck, jetzt habe ich den Faden verloren. Schnell noch hier. Olaf. Danke, Bronco Bernd. Ist natürlich auch ein sehr gutes Lied, um meinen Patreon zu bewerben, ne? Das ist natürlich das, worum es eigentlich geht hier. Wer Bock hat, meinen Quatsch im Internet zu unterstützen, kann unten bei Twitch auf die Links gehen. Es gibt einmal einen Spendenlink, wo man mir einfach Geld schicken kann. Was war das denn? Achso, das ist der Timer. Stopp. Timer ist vorbei. Mitten in meiner Werbeansprache mich gestört. Es gibt einmal einen Link, wo man mir Geld schicken kann. Oder es gibt das Patreon, wo man mir monatlich eine kleine Spende zukommen lassen kann. Eben Austausch für... alle Songs, die ich so mache, als Download. Ich freue mich über Geld. Denn das ist das, worum es eigentlich geht. Wir hören uns das ganze Machwerk nochmal an. Hier bitte, in 90 Minuten ist dieses Stück entstanden. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Das Geld. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld, das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, und was wir wissen ist, das Geld, das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, 3,4 Milliarden, das heißt das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, man muss das
bei der Gelegenheit ja mal sagen. Ja, ist doch in Ordnung geworden. Ich würde, glaube ich, das Intro einen kürzer machen. Das Outro meine ich. Das Intro aber vielleicht auch. Das mache ich demnächst. Hier war irgendwas krumm. Das mache ich jetzt noch kurz. Oder vielleicht auch nur der. Jo. Danke, Bronco Bernd. Ich find's auch ganz gut. Es ist ein bisschen monoton, wie gesagt, aber die it drives the message home. Ich speichere das mal. Ich habe noch gar nicht. Oha. Das alte Problem, Bronco Bernd kennt schon vom letzten Stream. Wie war das nochmal? Apfel S erspart dir Stress. Habe ich den ganzen Abend noch nicht gemacht. Schnell mal speichern. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir waren erstaunlich viele zwischenzeitlich. Es sind immer noch 3. Im Schnitt 3. Wir waren auch mal 9, glaube ich, habe ich gesehen. Das war sehr viel. Das erfreut mich natürlich. Die Tatsache, dass jetzt nicht alle 9 die ganze Zeit geblieben sind, ist natürlich weniger erfreulich, aber also. Ist natürlich auch eine nischige Unterhaltung hier, so ein Hi-O-Pi wie mir einfach beim Klicken zuzugucken. Beim Klicken und Stottern, vielleicht eher gesagt. Es war wie immer schön, es war sehr gut. Also, ihr pinselt mir hier ja den Bauch. Es freut mich, dass ihr dabei wart. Ich habe gespeichert. Ich zeige euch nochmal, was ich letzte Woche gemacht habe. Das war nämlich auch gut. Da habe ich den Kranführer Ronny geremixt. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Bronco Bernd die Einzige, die das miterlebt hat im Stream. Deshalb, davon wird wahrscheinlich nächste Woche dann auch das Video kommen. Heute und vorgestern kamen ja schon 2 Videos bei YouTube und Instagram und TikTok, die die auch im Twitch-Stream entstanden sind. Bronco-Man macht immer fleißig Werbung. Das ist, ja, das ist natürlich, also, ne, ich überlege auch, ob es schlauer wäre, das zu einem anderen Zeitpunkt zu machen, wenn du Vorschläge habt, wann es vielleicht klüger wäre, das zu machen. Vielleicht auch eher Sonntag, so mittags, vormittags. Aber, ja, ich muss das eh irgendwie ausweiten. Ich finde diese Sonntag-Songtag Sache eigentlich ganz witzig, aber ich werde in den nächsten Wochen sowieso auch manchmal sonntags nicht können, das irgendwie muss es einfach noch öfter machen. Aber es freut mich sehr, dass du Werbung machst, das ehrt dich natürlich und ich hoffe, dass wieder ein paar mehr Leute einschalten. Mir macht es auf jeden Fall eigentlich Spaß und wenn dann immer was bei rauskommt, ist das umso erfreulicher. Hier, das ist der Ronny-Remix von letzter Woche. Hören wir noch einmal rein. Muss ich auch noch fertig machen, fällt mir auf.
Campplätze müssen verdichtet sein. Campplätze müssen verdichtet sein. Campplätze müssen verdichtet sein. Campplätze müssen verdichtet sein. Dichtet sein. Campplätze müssen verdichtet 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 sein. Junge, 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 Junge. Meine Lieblingsstelle. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Siehst du das? Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Brandplatz. Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Siehst du das? Jetzt komme ich hier hoch. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Campplätze müssen verdichtet sein. Ist doch lächerlich, oder? Campplätze müssen verdichtet sein. Sollen wir nach Hause fahren oder was? Campplätze müssen verdichtet sein. Weiß ich nicht. Campplätze müssen verdichtet sein. Jetzt reicht's mir langsam! Campplätze müssen verdichtet sein. Hätte ich aber ein bisschen ein Bild hier. Campplätze müssen verdichtet sein. Ach Mensch, hör auf! Campplätze müssen verdichtet sein. Paar Nichtskönner! Campplätze müssen verdichtet sein. Wunderbar. Ja, das war letzte Woche. Diese Woche haben wir den Schulz-Scholz gemacht, wie er vom Geld singt. Die Woche davor den Rammler und die Häsin, die ja heute auf Instagram auch erschienen sind und vor 2 Tagen auf TikTok. Und davor die Woche die Andrea Berg mit richtig einen Saufen. Davor die Woche war, glaube ich, der erste Stream dieses Jahr. Und das war, ansonsten können wir es lassen, wenn mich nicht alles täuscht. Das hier haben wir heute gemacht. Präsident, meine Damen und Herren, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld, das Geld. Geld, das Geld, das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Wer mir Geld geben will. 4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Links das unten. Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. Das Geld. Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. Purer Keynesianismus, wenn man so will. Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld. Das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Das Geld. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. Man muss das bei der Gelegenheit ja mal sagen. Geld, das adieu, Geld. Jackie. Das ist das, worum es eigentlich geht. Geld, das Geld. 3,4 Milliarden. Das heißt, das Geld. Vielen Dank, das Geld, dass ihr dabei wart. Das ist das, worum es eigentlich ich lasse Olaf Scholz Geld, uns Geld, rausspielen. Und was wir, wissen, wir sehen uns spätestens nächstes Geld, Wochenende wieder. Geld, ob es beim Sonntag bleibt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht. Vielleicht, oh, vielleicht muss es nächste Woche sogar ausfallen. Mal sehen. So oder so, wir sehen uns im Internet, auf den sozialen Netzwerken, Instagram, TikTok, YouTube, immer mal wieder auch bei Twitch, wenn mir langweilig ist. Normalerweise mache ich hier einmal die Woche einen Song. Manchmal gehe ich auch einfach so hier hin und spiele irgendwelche Kinderspiele oder andere Sachen, die Spaß machen. Habt alle einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss, Haukit. Tschüss, alle anderen. Möp. Oscar. Oscar, du kleine Maus. 5 Euro. Das Geld, das Geld.
Und das Oskar, du kleine. So nämlich, du kleine Maus. Vielen Dank für das Geld. Und gibt es einen schöneren Abschied als diesen? Ich glaube nicht. Hier nochmal auf der grünen Wiese. Ja, also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Abend, schönen Sonntag. Du musst deine Spendendings mal um eine IBAN erweitern. Bin krasse PayPal-Verweigerin. Oh, guter Punkt. Gucke ich mir an. Ist ja auch absolut kein Muss. Also Bronco Bernd, vielen Dank für die Unterstützung in den letzten Wochen. Das kann man mit Geld nicht aufwiegen. Nachti, ihr Süßis, schlaft gut und bis bald, Rian.